und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Heute sage ich euch mal meine Meinung zum neuen Buch Bravo Bravissimo. Dieses Video wird nicht spoilerfrei sein, deshalb alle, die das Buch noch nicht kennen und nichts darüber erfahren, möchten jetzt lieber abschalten. Viel Spaß! Also ich finde das Buch, so wie alle anderen Bücher, auch sehr cool. Also ich finde auch die Story sehr schön, dass hier auch mal sowas Neues ist. Also die Band Tausendsassa, die ja bei den Kindern da sehr beliebt ist, kommt in die Stadt und macht ein Konzert. Und die Klasse möchte auf dieses Konzert natürlich da, also möchte die da hingehen. Aber die Karten sind zu teuer und ja, die können sie sich nicht leisten, weil es sind Kinder und die haben nicht so viel Geld. Und dann erfahren sie aber von einem Gewinnspiel, wo sie einen Song von Tausendsassa aufführen müssen und dann vielleicht die Karten bekommen. Und ja, das finde ich sehr cool. Und auch sehr cool finde ich, dass ein Hühnchen vorkommt. Weil, ich weiß nicht, irgendwie, ich mag die Story. Mit Kid Early. Ich weiß nicht, ob das so ausgesprochen wird. Ich hoffe mal. Naja, also ich hatte mir auch schon früher so, als der 11. Band oder so rausgekommen ist, hatte ich mir schon mal überlegt, ein Hühnchen. Das wäre doch eigentlich cool. So, Hühnchen, das würde schön. Stimmung irgendwie, ja, Hühnchen als magisches Tier, finde ich cool. Yeah. Also, ich finde es auch lustig, dass Olli das kriegt und nicht irgendwie Leonie, die ja schon irgendwie sehr lange, die wartet ja seit Anfang. Also seit Anfang wollte die ja schon magisches Tier und jetzt kommt hier einfach immer noch keins. Aber darüber sollte sie irgendwie auch froh sein, weil sie braucht halt keins. Weil man bekommt ja nur ein magisches Tier, wenn man es wirklich braucht. So Ida ist umgezogen, hatte keine Freunde. Benny hatte sowieso keine Freunde. Bei Olli ist jetzt die Oma ausgezogen. Ja. Also das... Nein. Ich denke auch, dass Leonie irgendwie als einen der Letzten so ein magisches Tier bekommt, weil halt... Ja... Sie halt schon immer drauf wartet und dann bekommt die sonst einen der Letzten magisches Tier. Irgendwann bekommt die nur ein magisches Tier, weil sie halt die Einzige ist, die noch keins hat. Sie braucht es eigentlich gar nicht. Das fände ich, also, ja. Aber sie tut mir schon so ein bisschen leid, weil sie einfach immer noch keins hat. Aber so lange halt schon eins haben möchte. Aber, ja, ich finde das neue Buch auf jeden Fall sehr cool. Und ich bin jetzt gerade eben ein bisschen abgedriftet. Aber ich hoffe, das kurze Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet alle schöne Weihnachten. Ein Quiz zu dem Buch kommt auch bald, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!